Hallihallo, hier ist wieder euer Dorf, Steffen Zockt, zu einer neuen kleinen Vlog-Suchreihe meiner Geocaching-Reihe. Und ja, ich bin gerade unterwegs, nochmal so ein Geocache, den ich mit meiner Freundin nicht gefunden habe zusammen, wo wir uns über eine halbe, dreiviertel Stunde totgesucht haben. Und den Geocache werde ich jetzt noch einmal aufsuchen und schauen, ob ich ihn vielleicht finde. Ich werde mich auf jeden Fall nach einem Bild orientieren, was ich auf der Geocache-Seite gefunden habe. Ist auf geocaching.com. Und ja, ich werde einfach mal schauen, ob ich es irgendwo ungefähr an den Umkreis finden werde oder nicht. Ansonsten werde ich da wahrscheinlich nochmal mit meiner Freundin zusammen hingehen oder ihn dann halt als, ja, nicht gefunden locken, weil ich dann auch dann nach einer gewissen Zeit die Motivation dann verliere. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal kurz schauen gehen, nicht so allzu lange, mal eine Viertelstunde circa nochmal ein bisschen gucken. Vielleicht finde ich ihn in den Umkreis, wo das Bild entstanden ist, was auf der Seite ist. Ansonsten werde ich eventuell nochmal, wie gesagt, mit meiner Freundin zusammen suchen gehen. Und wenn ich ihn dann nicht nochmal finde, werde ich ihn als nicht gefunden locken. Und ja, dann werde ich mich an weitere Geocaches hier in meinen Ort Neumühle-Elster machen. Und mich dann auch mal so ein bisschen an den schönen Elstertal langarbeiten. Also Richtung Greiz, Elsterberg, Blauen. Und in die andere Richtung, Berger, Winschendorf, Gera und ein bisschen weiter eventuell. Mal schauen. Und dann auch so ein bisschen durch Thüringen durch. Einfach mal schauen, was sich da noch so ergeben wird. Auf jeden Fall möchte ich versuchen, die Reihe etwas, ja, größer zu gestalten und aktiver. Weil es mich auch sehr interessiert. Habe mich eigentlich schon immer interessiert, aber ich habe es nie wirklich gemacht, weil ich nie richtig die Zeit hatte. Und ich möchte mir jetzt einfach die Zeit dazu nehmen, das mal so machen. Immer mal so bis am Wochenende mit meinen Freunden zusammen oder mal alleine. So wie sich das von der Zeit her ergibt. Und ja, ich bin gerade hier auf Weg zu den Cache und werde dann noch ein Video machen an der Stelle, wo ich es dann finde. Und dann euch nicht wundern, wenn ihr irgendwelche Mähgeräusche hört. Da unten gegenüber von der Elster steht ein Haus und da wird gerade gemäht. Ich höre hier Motorsensen, nur dass ihr euch dann nicht über die Geräusche im Hintergrund wundert. Und ich werde erstmal das kleine Informationsvideo hier beenden. Und wenn ich den Geocache finden sollte heute oder auch nicht, hänge ich das zweite Video hinten dran an das Video, zusammengeschnitten also. Und ja, da werde ich erstmal hier cutten und sage dann, ja, bis gleich zum zweiten Teil des Videos, wenn es einen zweiten Teil geben wird. Wenn nicht, wird dieses Video eh nie online kommen. Also dann, bis später, bis gleich und in der Hoffnung, dass ich den Geocache finden werde. Also bis gleich, euer Dorf Steffen Zockt. Möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao. So, da bin ich nochmal, euer Dorf Steffen Zockt. Ich war gerade nochmal an den Geocache-Ort von der Mühle Elster, der sich Waterpipe nennt. Und habe nochmal ungefähr die Stelle abgesucht, die das Bild angegeben hat. Und habe leider nichts gefunden. Habe es ungefähr so eine Viertelstunde gesucht nochmal in Ruhe, gemütlich. Und ja, nichts gefunden an der Stelle. Problem war auch, dass da einige Bäume weg waren und das Bild dann natürlich nicht mehr ganz übereingestimmt hat. Aber ich habe, glaube ich, so ungefähr die Stelle gehabt, die das Bild gezeigt hat. Und ja, da halt nochmal geschaut. Aber leider konnte ich da nichts finden, was auf, ja, das kleine Geocaching-Tool hinweisen könnte. Es ist nur ein kleines Röhrchen. Es ist ein Schwierigkeitsgrad klein, sozusagen, von der Größe her. Und ja, leider habe ich ihn nicht gefunden. Entweder werde ich dann nochmal mit meiner Freundin zusammen hingehen und es nochmal ganz in Ruhe suchen
oder wir geben den Cache auf und ich logge ihn als nicht gefunden ein, was ich eigentlich ungern machen möchte. Aber wenn ich ihn nicht finde, kann ich nichts machen. Und ja, wie gesagt, hier im Ort gibt es noch ein paar andere Caches zu finden, die ich gern mit meinem Schatz zusammen machen möchte. Und ja, vielleicht finden wir ja noch ein paar schöne hier im Ort. Und finden sie auch. Ansonsten haben wir ein bisschen Pech. Und dann werde ich mich, wie gesagt, so ein bisschen an Essertal lang arbeiten. Die Ortschaften, die in der Nähe liegen. Werra, Bünzendorf, Gera, Greiz, Elsterberg, vielleicht auch Blauen. Mal gucken. Weil da käme ich überall gut mit dem Zug hin, was das angeht. Und ja, alles andere wird sich dann so Stück für Stück ergeben. Ich werde mich nebenbei auch so ein bisschen durch Thüringen durcharbeiten. Mal schauen, wie das dann alles so läuft mit dem Projekt und mit meinem Hobby. Wie lange ich meinen Spaß und Freude daran behalte. Und ja, da war es das erstmal von diesem Video. Ist zwar jetzt nicht sonderlich lang, aber es gibt halt einfach nichts weiter zu erzählen, was das angeht. Den Geocache habe ich, wie gesagt, leider nicht gefunden und ja, wir werden jetzt schauen. Wie gesagt, ich werde auch einen selber verstecken, aber das mache ich, denke ich mal, mit meiner Freundin zusammen. Oder ich mache zwei, dass ich einen alleine verstecke und einen mit meiner Freundin zusammen. Wir hätten da schon ein paar schöne Orte, wo wir es verstecken könnten eventuell. Müssen wir mal schauen. Und ja, dann würde ich das Video an dieser Stelle beenden. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich den Cache nicht gefunden habe. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Sage nun Ciao mit V und wir sehen uns bald zum nächsten Video wieder. Euer Darth Steffen Zockt. Ich sage nun Ciao und möge die Macht mit euch sein. Bis bald zum nächsten Video.